So, einen wunderschönen, liebe Zockermannschaft. Wir sind wieder zurück in Eco. Mit dabei wieder die Shinraya. Hallo! Und ja, wie ihr seht, war sie fleißig. Sie hat schon hier komplett alles eingerichtet, so provisorisch erstmal. Und war auch fleißig in der Mine. Was? Das sieht man hier draußen. Einfach nur, what the fuck. Das passiert, wenn sie Langeweile hat. Sie geht in die Mine und baut den Planeten ab. Aber in der Mine, es hört nicht auf. Das kommt auch noch hinzu. Es hört einfach nicht auf. Sie ist nur am Meckern, dass die Mine irgendwie unendlich ist. Man sieht's, hier ist noch ganz viel. Da ist noch, kommt man hier überhaupt wieder raus? Ja. Ja. Hier hat sie alles ausgehöhlt und hier, es hört nicht auf, hier ist noch überall Gold. Da ist Eisen, wie noch mehr Eisen, aber nee, wir haben so viel Gold, keine Ahnung, wir könnten einen goldenen Pfad machen, wow. Ja, heute habe ich hier gearbeitet, in der Ecke, du siehst, es hört nicht auf. Ja, das wird noch weiter. Dreh dich mal um, hier ist noch, ne, in der Erde und dann der Kupfer, ich krieg einen Knall, ich krieg eine Krise. Ja. So gesagt, nur mal kurz. Ja. Ich wollte ja unbedingt hier wohnen. Ja. Nee, auf jeden Fall, ja. Wenn die Entwickler das hier sehen, macht mal goldene Wege, dass man einen Weg aus Gold machen kann. Das werden wir definitiv nutzen können. Was? Ja, auch auf dem anderen Server, auch da haben wir sehr viel Gold. Auch da ist es eine Mine, die nicht enden will. Ach ja, genau, das Endlager. Und hier scheint wohl das Endlager zu sein. Ah, nice. Ist, genau, es, auch ist es auch hoch genug? Ich glaube, also weit entfernt. Ja, ich habe es einfach provisorisch hingestellt. Wow, was ist denn da oben? Ja, guck da bitte nicht hin. Da ist nichts. Aha. Ja, da ist nichts passiert. einfach ja. Zugekleistert. Nee, ich habe aus Versehen aber mit dem Ding da reingehauen. Das, ja. Also hier kommt dann das ganze Uran hin, was wir produzieren. Ja, und wir erweitern diesen Raum auf der Ebene einfach immer weiter, so weit wir brauchen. Gut. Klingt nach einem Plan. Nice. Also können wir schön jetzt die Welt verpesten. Sehr gut. Wir haben sogar relativ viel Platz hier, weil hier kein Wasser wirklich in der Nähe ist. Außer südöstlich ist so ein bisschen Wasser, wo es dann tiefer geht. Aber ansonsten haben wir hier, können wir uns hier gut ausbreiten und hier ohne Ende unseren Müll abladen. Jo. Und sehe, hier haben wir noch massig Kohle. Wow. Ja, hör bloß auf der Seite habe ich noch nicht mal angefangen zu buddeln. Nur ein bisschen. Ja, ich sehe schon, Kohle haben wir ein bisschen. Ich nehme mal ein bisschen mit. Ey. Ja. Oh Gott, lass mich raus hier. Was? Lol, okay, du hängst da irgendwo, ich sehe schon. So, mal gucken, wo stecke ich das denn rein? Erstmal hier, würde ich sagen. Ja, oder neben dem Haus. Sind... Ja, momentan hat hier nichts eine Ordnung. Ja, man sieht's, einfach irgendwo hingeknallt, was geht. Später haben wir vor, eine Pharmahütte zu bauen, dann kommt natürlich ein paar Sachen weg, wie zum Beispiel das da hinten und im Butcher-Table haben wir noch nicht, oder? Nee, den hast du, glaube ich, noch nicht gebaut. Den musst du bauen, glaube ich, oder? Oh, Moment. Das kann sein. Könnte ich theoretisch machen. Guck gleich mal. ja, eigentlich bin ich ein sehr ordentlicher Mensch, zumindest in irgendwelchen Spielen. Was machen Sie da? Nichts. Ich höre das. Nichts. Du brauchst jetzt bestimmt für 50 Millionen. Ich brauche nur 4 und 4. Und du? Nichts. Ich brauche auch 4 und 4. Hast du den schon gebaut jetzt? Nein. Dann mache ich den jetzt mal so. Okay. ja. Eigentlich bin ich da sehr ordentlich, aber es ist mir über den Kopf gewachsen und dann wollte ich... Ja, sie ist lieber, in der Mine statt hier irgendwie. Nein. Ich habe den Schrott dann einfach nur noch in die Ecke geworfen, weil es mich genervt hat. Ja. Vor allen Dingen, ich bin lieber in der Mine. Ich durfte am Haus ja nichts machen.
Na, sonst wäre das alles schon fertig. ja, Obergeschosskeller, denn wäre alles. das Let's Play jetzt schon fertig. Genau. Zwei Ja, Folgen Ende. auf jeden Fall haben wir hier vor, wo wollten wir nochmal die, ich glaube, irgendwas mit den Berg hier abtragen und dann Hütte drauf oder so. Da oben, ja. Da oben, weil da ist ein Wasserfall. Da wollte ich eigentlich das Farmhaus hinbauen und guck mal hier hinten. Das ist ein anderer Wasserfall. Da wollte ich vielleicht so ein kleines Anglerhütchen bauen oder keine Ahnung. Nur mal so als Idee. Aber erstmal überlegen. Nur Anglerhütte? eine Nee. Idee. Anglerhütte würde eher da hinten hinpassen, weil da auch das Meer ist. Hier in Richtung da, wo ich laufe. Weil da, genau, weil da ist ja, da kann man auch die Reuse reinpacken. Ach so, ja. Dann bau das da unten. Da, wo das Nee, da auf hinten jeden noch steht. Fall hier Hütte wäre auf jeden Fall hinterm Dings Wie geplant. das aussieht, wenn man von hier guckt, ne? Es sieht aus wie Baustelle, wie Baumarkt. Der ist ja hier Baustelle, Willkommen im richtig. Baumarkt. Ja. Wow. Na, Nehmen Sie auf. sich mit, was nicht lieb und nagelfest ist. Aber Moment mal, da oben drauf, denn ist aber. Was? Was? Da hat sich schon was gebaut. Ja, klar! Ich sehe es ganz genau, da hinten. Nein! Du hast nicht. Ja, ich habe unser Wasserrad da schon mal angebracht. Was wir nicht brauchen oder so da hinten, aber ist egal. Ich wollte mal testen, wie weit der Strom reicht, weil wir brauchen ja für gewisse Häuser auch Strom. Das, ich glaube, das muss richtig rangeklebt werden. Oder so. Ja. Da habe ich keine Ahnung von. Müssen wir nochmal austesten. Ja, gut, auf jeden Fall. Das ist in der letzten Zeit so passiert. Und wie Sie sehen, habe ich auch keine Skillpunkte mehr. Ich bin die ganze Zeit nur am Skillen und ich brauche schon 500 Punkte. Also sprich, ich kann jetzt zurzeit nur alle gefühlt alle 2 Tage. Na, eigentlich nicht alle 2 Tage, aber alle. Alle 2 Tage können wir leider nur skillen, gefühlt. Ungefähr. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben vor, den Keller jetzt ein bisschen aufzudingsen. Wir müssen den Keller auch fertig machen, weil ich kriege nämlich keine Skillpunkte, weil der Herr irgendwie wieder einen Erdblock bewegt hat. Was? Und dieses Spiel der Meinung ist, wenn irgendein spezieller Erdblock bewegt wird, dann fällt einfach mal der Skill auf null. Ich kriege momentan null Skillpunkte durch dieses Haus. Ups. Huch. Hast du jetzt? Nein. Das, nee, ich kann's fixen. Oh Gott, er hat es getan. Er hat ein Loch in die Mine gehauen. Guck es dir Ja, Moment, an! ich wollte da eigentlich nicht hier. Ich Du hast es hatte. kaputt gemacht. Ich musste erstmal noch. Was nehmen wir denn da? Das. So, jetzt ist erstmal die Frage, wie machen wir denn die Wand? Dieses Holz, dieser Stein? Oder diesen? Würde schon fast sagen, Ja. den glatten. Ja, wir können ja Der mal ist gucken, wie es nicht. aussieht. Vielleicht an den Ecken den linken. Dass es vielleicht nicht ganz so klotzig aussieht. Also verstehst du, was ich meine? Das Stockpile steht hier übrigens ultra gut. Passt. Hä, was? Das steht und. Ja, Das. das muss so. Echt, das muss so? Ich fass es nicht. Was hast du ge. Jetzt ist er in die Mine gefallen. Er ist Fass verschollen. es. Das Let's Play ist vorbei. Er ist verschollen. In der Mine. Was soll ich machen? Genau. Eins frei. Eins, zwei. Und ich hab noch gesagt, ach, zum Glück. Ja, toll. Moment, ich bin gleich wieder da. Hä? Habe ich schon gebuddelt? Muss gar nicht mehr gebuddelt werden. Das ist schon fertig. Nee, da muss noch Ach nee, da können wir eins noch weiter, Wände da dran. muss noch eine Wand rein. Und zwar, das kommt. Also. Mann, Alter, ich fass es nicht. Also, wolltest du jetzt
die Erde da wegmachen und dann die Wand hinsetzen oder an die Nee, Erde die Wand ich dran machen? wollte da jetzt komplett die Wand reinziehen. Also Also wie jetzt? Was bei erst die, dir? als ein Erdblock weg und dann da die Wand hin oder direkt die Wand an die Erde? Was? Nee, nee, hier kommt jetzt eine Wand reingezogen. Weiß. Na so. Weil das gehört ja nicht mehr zum Haus. Ja, na, das haben wir ja geklärt. So, weil, so wie der Raum jetzt ist, würden drei Stockpiles ineinander passen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, die Erde nimmst du nicht weg. Da muss ich da hinten noch zwei. Nee, nee, hier muss auf jeden Fall ein reingegraben werden und dann Wand rein. Ja, warum? Ja, weil hier ist Dirt und das Ach wird soll ja, zu einer Wand. okay, ja. Verstehe. Sonst würde es genau passen wegen 5 Dings und so. Ja, das ist halt das Coole, wenn die Mine halt direkt unterm Haus ist. Das ist alles sehr knapp bemessen. Aber wir haben für alles Platz eigentlich. Man muss, ja. Hast du den Bo. Obwohl, ist ja egal. Sieht man ja eh nur von der Mine aus. Ein Glück, dass hier nicht nach unten geht, ey. Huh, sonst hätte ich jetzt schon wieder einen Abgang gemacht. Überall Löcher, wo man aufpassen muss, ey. Kann ja wahr sein. Ja, ich habe mich da ein bisschen durchgefressen durch die Erde. Ja, eigentlich wollte ich gar Durch nicht die so hoch Mine. buddeln, aber da war halt überall Kohle und Erze und ich kann das doch nicht liegen lassen. Es tut mir schon weh, die Stockpiles auf die Erze zu stellen. Die werde ich später dann wieder wegräumen, aber. Wow. Okay. Das denn überhaupt noch richtig? Ja, kann sein. Boah, was ein Hin und Her. Und wenn ihr euch fragt, ja, die FPS ist nicht besser geworden, eher schlechter. Das Spiel ist hier noch in der Alpha. In der Alpha-Beta oder so. Im Beta. Early Access. Beta. So, Early Access. Ist aber trotzdem schon Beta. Deswegen, sobald man hier irgendwas hinpflanzt, dann fängt es an, ein bisschen zu laggen. Ja, das liegt auch an den 1000 Rare Stockpiles, die hier rumstehen. Das könnte sein. Weil ab und zu hat man Oder? lustige Grafikbugs, da kann man dann durch die Wände gucken. Und da sieht man, dass wenn man sich tiefer gräbt, dass sich das dann erst generiert praktisch. Also das ist nicht schon vorhanden. Da ist dann einfach ein leerer Raum. Und wenn man sich halt immer tiefer gräbt, dann erst generiert sich dort ja, das Material. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber ich habe da halt schon ein paar Mal unter die Erde gucken können. Okay. Ja, doch, ein bisschen ab und zu. Ich habe mal was getestet. Haben wir jetzt? Nee, sind immer noch 16 FPS. Wow. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch mal alles ausschalten. Das kann sein, vielleicht verbessert sich Bock. das dann. Bock auf jeden Fall. Sun. Genau, macht die Sonne weg. Weg mit Wir der brauchen schon Sonne genug brauchen wir Sonne. nicht. Das Spiel ist abgrundtief hässlich, da brauchen wir auch keine Sonne. So. So, und jetzt? Ahnung. Wenzel meinte irgendwas mit SSA. Aber im Spiel sehe ich kein SSA.
Oder ASP oder so. Ja. Genau das ist es. Underwater, nein, nein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht V-Sync aus, vielleicht. Aha! Sofort sind ausgemacht. Nee, ich weiß nicht. Schalt mal V-Sync aus. Aber dann rastet, glaube ich, die Grafikkarte aus. Ich habe mal V-Sync ausgemacht. Ja, jetzt läuft es mit 30 FPS. Okay. Okay, dann Nee, probiere ich das auch mal. jetzt ist wieder auf 20 runter. Ach, ich Okay, habe dann keine lasse ich Ahnung. das. Ja, Nee, kannst du ruhig machen. Mal gucken, vielleicht hilft es ja bei dir ein bisschen. Bei dir ist es ja ein bisschen schlimmer als bei mir. Ja, doch, ein bisschen hat es auf jeden Fall geholfen. Also ich habe jetzt keine 17, 18 mehr, sondern jetzt so um die 30, 27 und so weiter. okay. Bei mir hat sich gar nichts getan. Das ist geil. Wird es auch bei dir angezeigt bei Steam? Ja, 15, 14, 20, Keine Ahnung. 13. Ganz Ging nur komisch hin das und her. Spiel, also FPS-mäßig, ja. Man muss dazu sagen, Deal Wizard. Was? Oh. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Woran denn? Dass man hinterm Stockpile auch noch machen Stockpile requires muss. solid ground to be placed on. Wieso geht das dann nicht? Was? Ich kann hier kein zweites Stockpile hinstellen. War weswegen, warum? Was? Wahrscheinlich, weil du da Holz hingemacht hast oder weil da ein Loch ist. Ist da ein Loch? Da ist ein Loch. Mann, so. Bitte. Moment. Wir erstmal die eine Seite vom Keller machen, aber die andere Seite vom Keller. Obwohl, eigentlich kann ich auch hier. Nee. Falsch. Das kannst du wieder abreißen. Da muss ich noch arbeiten. Ich stelle das Was? einfach mal. Nein, warum? Nee. Doch! Ich Wieso? wollte ja. Na, ich muss doch noch zwei Wände nach links. In die Richtung. Ja, dann Halt kriege ich. so. Nein! Doch. Da kommt doch die Wand rein. Hier ist doch schon ein Stockpile. Du wolltest in die Richtung. Oder so. Genau. Zwei Dinger in die Richtung muss ich. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Genau. Damit dann noch mehr Stockpiles Je haben. Je mehr Stockpiles, desto mehr Ruhe haben wir. mehr Oh. Stockpile, desto mehr Ruhe. Okay. Oh, cool. Hier müssen wir gar nicht so. Alter, was ist das denn? Was? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hier ist ein Loch. Guck, hier ist ein Loch. Ein Geheimloch. Ja, so. Das Loch. Ich war's nicht. Aha. Wir hätten Ich war's. hier. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Hier sind irgendwelche Nager in der Erde. Ja, Wühlmäuse. Gut. Da ist ein Loch drin. Ja, So, da müssen wir auch dann. mal gucken, wie wir das mit der Treppe machen, weil das gefällt mir da irgendwie gar nicht. Das war ja auch eigentlich nur provisorisch. Die Treppe. Wo, wie ich das jetzt nicht wegkriege, oder was? Wie ich permanent diesen Stockpile jetzt im Dings hab. Sollte eigentlich jetzt. Da. Ja. Gut. Warte, 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 warte. Oh Gott, wo sind das jetzt? Oh Gott. Vielleicht benennen, dann wissen wir's. Ja, man kann ja erstmal Ja. hier drüben anfangen. Nützt ja nichts, die Erde muss weg. Oh. Wow, das Workpile ist einfach mal voll.
Kann ich? Jetzt kannst du dich da austoben. Geht nicht. Ja, dann nimm das Stockpile da weg. Mensch, 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 Mensch. So, und dann kann man hier noch perfekt eine Wand reinzimmern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Das da hinten, da mogeln wir etwas und dann passt das schon. Da wird ja keiner irgendwie nachgucken gehen. Ja doch, durch V-Sync aus ist es minimal ganz wenig besser. Okay. Aber nur minimal. Also das merkt man kaum, dass es ein Ticken besser ist. Was ist denn das da? Aha. Als hätte jemand... ja, schon wieder Wühlmäuse. Ja, die waren überall. Das war am Anfang ja auch, wo ich angefangen habe, den Boden da fürs Haus auszuheben. Da waren ja auch überall Löcher, die ich erst noch zumachen musste. Och nö, wieso? Sowas. Mich hat unser Lieblingsfreund... Der so nett und höflich ist, hat mich gerade zu seiner Freundesliste hinzugefügt bei Steam. Hä? Dabei hatte ich ihn doch erst rausgeworfen. Jetzt hat er mich schon wieder hinzugefügt. Aha, ich habe keine Ahnung. Ja, ich möchte auch keinen Namen nennen. Das ist, ja. aber der Nette, du weißt doch. Der ganz Sympathische. Da kenne ich so einige. Na, der eine da, über den wir da ab und zu mal geredet haben. Wir haben so viel geredet. Oh, ja, ich weiß. Wer fällt dir ein, wenn ich spontan sage, der Nette? Zwei. Wie? Was? Nein, der Nettere von beiden. Der Nette. Ah, der Nettere. Ja. Ah, okay. Der Nettere von beiden. Über den anderen reden wir eigentlich nie. Also schon, aber nicht so oft. Nein, ich dachte eigentlich an was anderes. Ach, egal. Okay, er ist vollkommen verwirrt. Nee, in 22. Ja, eigentlich guter Abschluss. Genau. So, bevor das hier wieder eskaliert. Ja, wie die letzten Aufnahmen. Einfach mal hier hart auf 50 oder 40 Minuten oder so. Moment, das will ich auch noch hier fertig reinzimmern. Mach das, ich gehe meine Schaufel reparieren. Kann ich schon? Ah. Wie gesagt, in letzter Zeit waren ja viele nette Leute. Ja, stimmt leider, ja. Stimmt leider. Sehr, sehr viele nette Leute. Die Anzahl der netten Leute wachsen stetig, täglich bei dir. Boah, was? Also ich kann ja nichts dafür, wenn ich die anziehe wie... wie Fliegen? Sehr süße Blumen, die Bienen. Mhm, ich bin eine Biene. Ich bin eine Biene, ja. Nee, ja. Okay. So. Mein Schaufel ist repariert. Fertig. Mhm. Moment. Moment. Hallo, ja. Herr. Moment. Meine Schaufel ist auch gleich kaputt. Denn meine Schaufel ist kaputt. Ich muss die noch. Ich muss die schnell reparieren. Moment. Das erinnert mich gerade an zwei andere Leute. Wow. Dieses Spiel auch. Ja, ein wenig. Okay. So, repariert. Das bedeutet, sie ist taugt genau hier
einsatzbereit für die zweite Folge, denn. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal Schluss, nicht dass es eskaliert. Völlig eskaliert. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Adios. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs auf den Tisch knallen, ne?